Mit diesem Video kannst du endlich Ballett ausprobieren von zu Hause aus und es gibt keine Voraussetzungen. Du musst jetzt hier weder Spagat können, du kannst es allerdings auf meinem Kanal lernen, noch gilt hier die Regel zu fett fürs Ballett. Es ist für jeden gedacht. In diesem Video gebe ich dir ein paar klitzekleine Tanztechnik-Tipps, die wichtig sind. Ansonsten liegt der Fokus darauf, sich mit einfachen Schritten zu fühlen wie eine Ballerina. Ich hoffe, du hast wie immer bequeme Klamotten an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis gleich. Die erste Übung dient, um ein Gefühl fürs Auswärts zu bekommen. Wir stehen parallel. Das Gewicht ist vorne auf dem Vorfuß. Die Fersen sind trotzdem am Boden. Und wir bringen die Zehen jetzt auseinander, soweit ihr könnt, und wieder zusammen. Soweit ihr könnt, solange ihr das Gewicht noch vorne auf dem Vorfuß behalten könnt. Es bringt nichts, den Po nach hinten rauszustrecken, um so ein größeres Auswärts zu provozieren. Jetzt mit Musik. Achtmal. Oh. Und langweiliges Übung überhaupt. Jetzt ziehen wir die Socken aus, damit ihr meine Füße besser sehen könnt. Wir machen jetzt Pliés. Ich zeige kurz einmal die Übung. Wir starten in der ersten Position. Besteht aus zwei Teilen. Viermal Demi-Plié, dreimal Demi-Plié und Relevé. Was ist das? Das erkläre ich jetzt. Demi-Plié ist eine halbe Kniebeuge und geht so weit, bis eure Fersen noch am Boden bleiben würden. Das ist euer tiefstes Demi-Plié. Relevé ist die Fersen anheben und auf Zehenspitzen gehen. Wir machen viermal Demi-Plié. Die Arme sind erst an der Seite. Eins. Schnelldurchlauf. Zwei. Drei. Vier. Dann kommt der Teil 2. Jedes Mal, wenn ihr ins Plié geht, bewegt ihr eure Arme. Das heißt, Demi, Arme vor, strecken. Demi, Arme Seite, strecken. Demi, Arme wieder in die Präparation, strecken. Arm bleibt, Relevé, runter. Und dann das Ganze auf der, tadam, padam, linken Seite. Erst hier, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, mit Musik. Seite. Super.
Super, auf zur nächsten Übung. So, wir wissen jetzt, was auswärts ist, wir wissen, was ein Plié ist und wir kennen die erste Position. Jetzt kommt Tendu und zweite Position. Wir starten in der ersten, die kennen wir ja. Wir schleifen unser Fuß zur Seite ins Tendu. Halbe Spitze, Spitze, halbe Spitze, erst die Ferse und schleifen zurück in die erste. Nochmal und schleifen seit halbe Spitze, Spitze, halbe Spitze nach innen. Nochmal halbe Spitze, Spitze, absetzen in die zweite, das Gewicht kommt in die Mitte. Wieder Tendu zur Seite, halbe Spitze ran, Plié. Stretch. Mit Zählzeiten Schnelldurchlauf. Wir haben 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Drei Durchgänge mit Musik. Und gefühlvoll und kümmern uns so ein wenig um unsere Arme. Wir lernen unsere Arme heute ein bisschen kennen. Hallo, wie geht's euch? Ja, Porte Bras, also das Tragen der Arme im Ballett, ne? Das ist das, was das Ballett so sehr grazil macht, ne? Gerade so der sterbende Schwan und das alles, ja, das macht es sehr grazil. Und deshalb ist es Teil dieses Videos. Wir sind in der ersten Position und wir bleiben dort auch die ganze Zeit. Wir lernen heute 4 Armpositionen kennen. Präparation. Erste, zweite, Allongé und die fünfte. Und das machen wir jetzt in so einem kleinen Flow. Ja? Von der Präparation haben wir 1,
2, Allongé 3, Präparation 4. Wir haben 1, 2 Fünfte, 3 öffnen mit Allongé, 4. nach unten. Jetzt das Ganze mit einer Seite. Wir starten mit rechts. Wir haben 1., 2. Allongé unten, links 1., 2. Allongé unten. Jetzt das Ganze über die fünfte. 1., 5. öffnen. Allongé. Präparation. 1., 5. öffnen. Allongé. Präparation. Präparation. Ich mache jetzt romantische Musik an und ihr versucht euch mal ganz in diese romantische Situation hineinzufinden. Ihr dürft auch gerne übertreiben. Das Portebras üben könnt ihr eigentlich zu jeder Zeit machen. Ich mache das gern beim Zähneputzen, nur um meine Arme weich zu kriegen. Legt euch einfach Musik auf oder habt die Musik in eurem Kopf und seid romantisch. Es bleibt romantisch, wir machen das Adagio. Das heißt, wir bringen Plies und Tendus in den Beinen zusammen mit einem wundervollen Portebras. Wir lernen aber eine neue Position, und zwar die dritte. Das heißt, wir starten in der dritten Position. Wir bringen die Ferse an die Mitte des Fußes auswärts. Das ist für den Anfang gut, man muss ja nicht gleich in der fünften starten. Also starten wir in der dritten. Die Arme sind Präparation. Wir haben Plié. Wir schieben nach vorne, Arm, 1. Tendu, Rück, Allongé, schließen und wir drehen uns geradeaus. Ja? Wir sind hier schräg gestartet, 1, 2, 3, zusammen 4, gerade drehen. Gleiche Stelle, gleiche Welle, Plié, 1, 2, 2, Allongé, 3, und schräg schließen, 4, dritte, anderes Bein ist vorne. Und 1, 2, Allongé, 3, 4, hinten schließen wieder gerade. Und 1, 2, 3 und schräg. Ich mache wieder romantische Musik an, wir probieren das mal, oder? Entspannen.
Ich denke, ein Durchgang reicht. Wir wollen ja noch ein bisschen was lernen und wir haben ja nicht ganz so viel Zeit. So, wir konzentrieren uns wieder auf die Füße. Unsere Hände sind daher hier in den Seiten aufgestützt. Wir starten in der ersten Position, Tendu Pas de Bourrée, die einfachste Version, die es überhaupt gibt. Wir machen zwei Tendus zur Seite. Das kennen wir aus der dritten Übung. Eins, zwei. Beim dritten Mal schließen wir nicht in der ersten, sondern wir gehen nach oben ins Relevé, schließen hinten. Das vordere Bein macht jetzt einen Schritt zur Seite und wir landen wieder in der ersten. Links, eins, zwei, drei, hinten schließen, vorne, erste, eins, zwei, drei, hinten schließen. Erste, links, mit Musik. Ich empfehle euch ein bisschen vorne im Raum anzufangen. Sieben, acht und eins. Mal langsam. Doppeltes Tempo und verabschiede, will ich dir danken. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben. Ich habe letzte Woche schon eine Contemporary Class online gestellt. Schau gerne vorbei, wenn ich mehr von solchen Videos machen soll, müsst ihr mir das in den Kommentaren Bescheid sagen, sonst höre ich irgendwann wieder damit auf und ihr müsst weiter an eurem Spagat üben, ohne zu wissen, was sie mit einem Spagat alles anstellen können. Jetzt aber zur letzten Übung. Ich werde sie diesmal nicht vorzeigen. Macht einfach nach, was ich mache. Los geht's. Ich freue mich über ein Abo. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.